Das ist etwas viel Fundamentaleres. Da geht es nicht um Chlorhühnchen oder irgendwelche Einzelstandards, sondern die Menschen haben das Gefühl, dass die Demokratie die Kontrolle über die Wirtschaft verloren hat. Und worum es deshalb in Wirklichkeit geht bei TTIP, das ist die Frage, wer bestimmt eigentlich die Regeln? Bestimmen es Monsanto, die Deutsche Bank und andere Konzerne oder bestimmen es die Bürger und die Parlamente? Und wir sind dafür, dass Standards und Regeln über die Wirtschaft in den Parlamenten und von den Bürgern bestimmt werden und nicht in internationalen Verträgen festgelagert werden. Und das Interessante ist ja, dass uns dann immer gesagt wird, ihr protestiert doch nur, weil es um Amerika geht. Und das ist doch so ein komischer linker Anti-Amerikanismus. Aber das ist ja der größte Unsinn überhaupt. Denn auf der anderen Seite des Atlantiks sind es genau die gleichen, die für TTIP sind, wie bei uns. Es sind die großen Wirtschaftsverbände, die für TTIP sind, auf beiden Seiten des Atlantiks. Und es sind die Gewerkschaften, die Verbraucherschützer, die Umweltschützer, die Datenschützer, die Bürgerrechtler, die auf beiden Seiten des Atlantiks gegen TTIP sind. Wir lassen uns durch diesen blöden Anti-Amerikanismus-Vorwurf nicht spalten. Wir stehen gemeinsam für Demokratie auf beiden Seiten des Atlantiks. Wir wissen, dass es schon jetzt so ist, dass die Demokratie durch ein Übermacht mächtiger Konzerne gefährdet ist. Und wir lassen nicht zu, dass das in internationalen Verträgen auch noch festgeschrieben wird. Wir stehen gemeinsam mit unseren Freundinnen und Freunden in Amerika gegen diese Verträge. Und wir werden das gewinnen, liebe Freundinnen und Freunde. Yeah! Und was mich schon wundert, angesichts dieser Stärke der Bewegung muss man doch mal einige Akteure daran erinnern, an wem sie eigentlich verantwortlich sind, auf wen sie hören sollten. Zum Beispiel Frau Merkel und die CDU. Die sollte doch zum Beispiel mal hören auf die katholische Arbeitnehmerbewegung, die genauso wie hier in Münster, wie auf Bundesebene gegen TTIP ist. Oder wenn sie das nicht interessiert, könnte sie doch auf die evangelische und die katholische Kirche hören und die Entwicklungsorganisationen der Kirche. Die CDU/CSU sollte sich an den Kirchen ein Beispiel nehmen, die klar sagen, dieses TTIP, diese Handelsverträge wollen wir nicht. Wir stehen auf der Seite der Schwächsten, wie es das C eigentlich bedeutet. Daran muss man Frau Merkel erinnern. Und genau das Gleiche. Das Gleiche muss man natürlich Herrn Gabriel zurufen. Herrn Gabriel und vielen anderen Parteifreunden, der sollte lieber auf die SPD in Münster, in Düsseldorf, in Dortmund hören, die klar gesagt haben, brecht diese Verhandlungen ab. Und das Interessante bei der SPD ist ja, wer führt den Widerstand an gegen diese Handelsverträge? Es ist eine linksradikale Organisation, die heißt Arbeitsgemeinschaft von sozialdemokratischen Juristinnen und Juristen. Die fordern sofort den Abbruch der Verhandlungen, weil die sagen, das ist rechtsstaatswidrig und soziale Demokratie war immer schon Rechtsstaat. Und ich bin viel rumgekommen jetzt zu TTIP. Ich habe keinen einzigen bekennenden Sozialdemokraten an der Basis getroffen, der diese Vereinbarung gut findet. Und deshalb, Herr Gabriel, hören Sie auf Ihre Leute und laufen Sie nicht den Konzernen hinterher. Sie haben Ihre Aufgabe nicht verstanden. Ja! So, und was ich am allerlustigsten finde, seit wenigen Tagen gibt es einen Aufruf von Unternehmern gegen TTIP, KMU gegen TTIP.de. Da haben schon über 650 Unternehmen unterschrieben, dass sie diese Abkommen gar nicht haben wollen. In Österreich haben schon 2000 Unternehmen unterschrieben. Und damit bricht den Befürwortern ihr schönstes Argument weg, dass sie immer behaupten, die kleinen Unternehmen würden vor allem profitieren. Die meisten Kleinunternehmen, die wissen genau, dass ihre Chancen in hohen sozial-ökologischen Standards liegen und nicht im Abbau dieser Standards, wovon am Ende große Konzerne profitieren. Und deshalb lasst uns diese Aufrufe der Unternehmen unterstützen. Redet mit selbstständigen Unternehmen, dass sie auch unterschreiben sollen, damit sichtbar wird, dass die großen Wirtschaftsverbände nicht für die kleinen Unternehmen um die Ecke sprechen, sondern für die großen Konzerne, die in ihren Vorständen sitzen, liebe Freundinnen und Freunde. Ja!
auch noch für mich ein entscheidender Grund ist, warum wir diesen Verträgen skeptisch gegenüberstehen, das ist, dass wir eigentlich eine gute Regel haben. Wir sind natürlich für internationale Verträge, aber nur, wenn es internationale Dinge zu regeln gibt. Zum Beispiel für den Klimaschutz brauchen wir dringend internationale Verträge. Für den Schutz der effektiven Schutz der Menschenrechte und so weiter. Für den Weltfrieden, für die Regelung der großen Flüchtlingsfragen auf der Welt. Dafür brauchen wir internationale Verträge. Aber wenn es darum geht, welche Produkte bei uns auf den Markt kommen, da kann doch jede Region für sich entscheiden. Wir müssen nicht die gleichen Regeln haben wie Amerika. Und Amerika muss nicht die gleichen Regeln haben wie wir. Das nennt man Demokratie. Jede Region kann sich selbst für sich selbst entscheiden. Und wir sollten keine Angst haben, dass wenn wir 500 Millionen in Europa sind, dass wir nicht in der Globalisierung ein Europa verteidigen können mit hohen sozial-ökologischen Standards. Und ich sage euch, was der wahre Grund für die Unterstützung von TTIP durch die Großunternehmen ist. Die haben nämlich Angst vor der europäischen Demokratie. Die glauben, dass wir europaweit starke Regeln für Verbraucherschutz, Arbeitnehmer, Datenschutz, Ökologie durchsetzen können und dann nämlich sie in der Defensive sind. Und deshalb wollen sie, dass die europäische Demokratie mit lauter internationalen Verträgen eingemauert wird, die dafür sorgt, dass der jeweils global niedrigste Standard den Standard in Europa auf Dauer bestimmt. Wir werden aber weiter für hohe Standards kämpfen und deshalb muss Europa selbstbewusst sagen, wir setzen unsere Standards selbst, wir bestimmen selbst, welche Menschenwürde in Produkten stecken muss, die auf den europäischen Markt kommt. Das ist selbstbewusste Haltung in Europa und nicht ein Hinterherlaufen hinter Standards anderswo auf der Welt, sondern wir wollen hohe Standards in Europa, sozial, ökologisch und menschenwürdig. Das ist unser Ziel und mit Europa können wir das durchsetzen, auch gegen die großen Unternehmen. Und das gleiche Prinzip gilt für die Kommunen. Europa hat sich schon zu viel eingemischt in die Frage, wie wir vor Ort Wasser, Strom und andere Bildung und andere Dienstleistungen organisieren. Aber jetzt sollen über diese internationalen Handelsverträge neue Beschränkungen für die Kommunen auferlegt werden. Nur hoheitliche Aufgaben wie Polizei, Gefängnisse und Justiz sind ausgenommen von den internationalen Verträgen. Damit besteht aber eine Bedrohung für die kommunale Daseinsvorsorge. Und ich sage euch, ich finde, die Kommunen sollen selbst bestimmen können, wie sie ihr Wasser, ihre Energieversorgung, ihre Bildung und ihre sozialen Dienste organisieren. Das ist genauso wichtig wie Gefängnisse, Polizei und Justiz. Die kommunale Daseinsvorsorge gehört in die Hand der Bürger und der Kommunalparlamente und nicht in internationale Verträge. Das ist die Ansage. Und dann jetzt noch hoch. An dieser Stimmung merkt, das ist überall in Deutschland so und in vielen anderen Ländern in Europa. Und deshalb muss es jetzt darum gehen, in Berlin am 10. Oktober ein Zeichen zu setzen, dass TTIP in Deutschland nicht läuft. Wenn wir alle zusammen dorthin fahren, haben wir die Chance, die größte Demo der letzten 10 Jahre in Berlin zu organisieren. Die Busanmeldezahlen aus den Gewerkschaften sind irre. Es läuft super für diese Demo. Lasst uns jetzt alle in Berlin am 10. Oktober ein Zeichen setzen und dann zeigen wir, dass TTIP wackelt, dass CETA wackelt. Lasst uns am 10. Oktober TTIP, CETA und die anderen Abkommen in der Spree versenken und Merkel klar machen, dass es TTIP hier in Deutschland, in Europa nicht geben wird. Von dieser Demo darf sich in dieser Frage die Große Koalition nicht wieder erholen. Wir zeigen denen am 10. Oktober, stopp TTIP, stopp CETA. Und deshalb von Münster bis nach Kreta, stopp TTIP, CETA, CETA. Von Münster bis nach Kreta, stopp TTIP, CETA, CETA. Von Münster bis nach Kreta, stopp TTIP, CETA, CETA. Von Münster bis nach Kreta, stopp TTIP.